Hi, wir sind hier auf der Gamescom, diesmal am Stand der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich werde gleich mit zwei sehr netten Herren sprechen. Könnt ihr euch einmal vorstellen? Ich bin Arne Busse, ich arbeite in der Bundeszentrale für politische Bildung und leite dort den Fachbereich zielgruppenspezifische Angebote. Wir machen sehr viel mit Medien, Massenmedien wie Fernsehen, YouTube, aber auch Computerspiele. Deshalb sind wir hier. Ich bin Tobias Miller von der Agentur Outer Media aus Berlin und ich verantworte und leite die Redaktion von Spielbar.de für der Bundeszentrale für politische Bildung. Und natürlich sind wir hier mit der Plattform zum Thema Computerspiele auch dabei und freuen uns, hier auf der Gamescom zu sein. Ja. Okay, das war tatsächlich mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, Bundeszentrale für politische Bildung. Was hat politische Bildung mit Computerspielen zu tun? Ja klar, ist natürlich richtig, wenn man so unser Angebot betrachtet, sind wir schon noch ziemlich stark in der Gutenberg-Galaxis unterwegs. Aber in der Tat, das wissen die wenigsten, wir haben seit Ende der 80er uns bereits sehr intensiv mit Computerspielen beschäftigt, haben die ersten Publikationen von Jürgen Fritz, so einem der maßgeblichen Sozialpädagogen, die sich mit Computerspielen beschäftigt haben oder mit Computerspielkultur beschäftigt haben, veröffentlicht. Für uns sind Computerspiele ein gesellschaftliches Thema. Ich glaube, das kann keiner mehr leugnen. Und wir beschäftigen uns mit allem, wo Politik drinsteckt, worüber politisch diskutiert wird. Und für uns sind Computerspiele insbesondere deshalb interessant, weil es ein Thema ist, was junge Menschen interessiert, womit sich junge Menschen beschäftigen. Das ist deren Kultur. Und ich glaube, es gibt gar keinen Grund, sich einfach nur mit einer Kultur zu beschäftigen, die halt nur Erwachsene betrifft, die nur bestimmte Milieus, bestimmte Schichten anspricht, sondern unser Ansatz ist zu sagen, ihr habt was zu sagen und vielleicht erstmal nur über Computerspiele. Aber das würden wir gern hören, damit würden wir uns gern beschäftigen. Da gibt es vielleicht auch von uns hier und da ein Kontra. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir darüber eine Kontroverse, eine gesellschaftliche, eine politische führen. Und Computerspiele bieten dann ja natürlich auch wieder Zugänge zu Bildung für junge Menschen, die sich vielleicht für alles Mögliche interessieren, aber nicht unbedingt für Wissen, für Bildung, für Informationen zum politischen Geschehen. Sind Computerspiele selber politisch von sich aus? Ja, selbstverständlich sind Computerspiele von sich aus politisch. Also fangen wir an mit dem schönen Satz, natürlich steckt in jedem Algorithmus auch ein Stück Ideologie. Das hat ein Spieleforscher formuliert. Und natürlich spiele ich, wenn ich ein Spiel spiele, auch sozusagen eine bestimmte Ideologie. Das ist vielleicht ein sehr großes Wort für das, was da passiert. Aber das Spielgeschehen ist erstmal ja programmiert. Der erste Titel, den wir veröffentlicht haben, Ende der 80er, war Programmiert zum Kriegsspielen, Fragezeichen. Auch wenn man das heute sozusagen sehr viel differenzierter beantworten würde, diese Frage, das ist natürlich erstmal immer einer der ersten politischen Debatten, die einem einfällt. Gewalt, das nächste ist dann exzessives Spielen. Aber Computerspiele selber verhandeln in ihren Geschichten, in ihren Narrationen und natürlich in ihrer Spielmechanik, in ihrem Gameplay ständig politische Themen, sind politisch, weil sozusagen die Gesellschaft, die in jedem Spiel entworfen wird, politisch ist. Aktuell gibt es einen wunderbaren Satz, über den man sehr, sehr lange diskutieren kann, von Edward Snowden. In dem Buch von Glenn Greenwald über Edward Snowden und über die ganze NSA-Affäre beschreibt Greenwald so den Anfang des Gespräches damals in Hongkong und sagt, er versuchte herauszufinden, was eigentlich Snowden getrieben hat. Und er sagt, das, was ihm klar wurde, ist, dass Snowden ein Computerspieler ist, ein Gamer, der beschrieben hat, für mich war eigentlich das Gaming der Anfang meiner politischen Sozialisation, weil da war ich ein Held, der gegen ein übermächtiges System kämpfte. Und das hat sich im Grunde genommen fortgesetzt. Das war seine politische Sozialisation. Das ist vielleicht sozusagen auch so ein bisschen aus Snowdens Erinnerung vielleicht ein bisschen naiv, verfremdet oder so, aber viele, viele Gamer beschreiben das genau so. Und es gibt viele, viele Settings in Computerspielen, die von dystopischen Überwachungsgesellschaften handeln. Ein aktueller Blockbuster ist Watch Dogs. Da geht es um ein City OS, ein Operating System einer Stadt, gegen das eine Figur, der Held in dem Spiel, halt versucht anzukämpfen. Wiederum auch mit digitalen Mitteln, natürlich auch mit Gewalt. Das heißt, so unterschieden ist die Geschichte dann auch nicht von anderen Genres. Aber man kann deutlich erkennen, dass in vielen Computerspielen das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist, eine große Rolle spielt. Da sind wir mitten in der Politik. Das heißt, Computerspiele oder einige Computerspiele können uns wirklich ermutigen, echte Helden zu sein. So hat Snowden das formuliert und für viele Computerspieler und Spielerinnen, glaube ich, die würden das sofort so unterschreiben. Ja?
Also das ist ja sozusagen auch in der Entwicklungspsychologie, in der Pädagogik ein anerkannter Lehrsatz sozusagen. Jugendliche, die in der realen Welt keine Herausforderungen mehr finden, die sozusagen in einem starren Ordnungsschema eingebunden sind, die einen strikten Stundenplan haben, ein getaktetes Leben, suchen sich ihre Herausforderungen in Computerspielen und finden sie dort auch. Und darüber kriegen sie vielleicht dann wieder Impulse, in der realen Welt sich dafür einzusetzen, dass diese reale Welt halt vielleicht ein bisschen menschenfreundlicher wird. Cool. Ich habe auch gesehen, ihr verteilt hier zum Beispiel dieses APUZ-Heft zum Thema Überwachen, wo lauter Aufsätze sind, was macht eigentlich Überwachung mit Gesellschaft und so weiter. Ist das sozusagen eure Anregung? Hier, das ist euer Real-Life-Plot, das ist jetzt so eure Queste? Nein, das hat jetzt gar nicht konkret unbedingt mit der Gamescom, mit den Gamern zu tun, sondern wir bringen natürlich immer auf all unseren Messeauftritten das, was aktuell gerade an Publikationen da ist, zu aktuellen Themen mit. Und die APUZ ist ja so eins unserer Flaggschiffe. Die hat halt natürlich in diesem Jahr auch viel zu diesem Konflikt zwischen Freiheit und Kontrolle, zwischen Freiheit und Sicherheit, Freiheit und Überwachung, zum Thema informationelle Selbstbestimmung und so weiter ganz viel gemacht. Aber wir haben auch andere Themen hier. Natürlich der Erste Weltkrieg spielt eine große Rolle aktuell. Wir haben natürlich viele Medienthemen jetzt hier auch am Stand in Publikationen. Das heißt sozusagen, das ist jetzt sozusagen ein Zufall. Wir sind ja sowieso nicht so, dass wir sozusagen Propaganda betreiben, sondern wir wollen eher die Leute halt mit Kontroversen beschäftigen, sodass sie sich selber eine Meinung bilden können. Und die APUZ bietet da halt schon sehr, sehr gutes Orientierungswissen, natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Das ist schon wissenschaftlich-akademische Qualität. Und da geht es halt in diesem Fall halt um Überwachung. Wer kommt denn hier so üblicherweise am Stand vorbei und was wollen die Leute dann? Also der Altersdurchschnitt auf der Gamescom ist natürlich eher so 18 und jünger. Aber ich zumindest habe so subjektiv erstmal den Eindruck, dass die Altersgruppe auch deutlich älter geworden ist. Man stellt fest, es sind viele Eltern mit ihren Kindern zusammen unterwegs. Natürlich finden vor allem eher Erwachsene erstmal selbstständig den Weg hierher. Aber die jungen Gamerinnen und Gamer sind in der Regel sehr positiv überrascht, wenn sie uns hier entdecken und kapieren, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die ich sonst nur im Schulunterricht kenne oder bei der ich mir letztens was für meine Hausarbeit besorgt habe. Und dann plötzlich feststellen, die haben ja was zu Games, die haben ein eigenes Angebot, nämlich spielbar.de zu Games. Und die machen ganz, ganz viele coole Sachen. Und da kann ich sogar auch selber auf der Seite von spielbar.de Computerspiele mitbewerten. Insofern kommen eigentlich alle irgendwie hierher. Was genau ist eigentlich spielbar.de? Spielbar.de ist im Prinzip die zentrale Plattform zum Thema Computerspiele der BPB. Aber es ist eine, die jetzt nicht nur die Gamer und die Games im Blick hat, sondern auch andere Zielgruppen, nämlich vor allem die Eltern und pädagogisch Tätigen, die jetzt vielleicht selbst noch gar nicht so viel Ahnung von Games haben. Also die, sagen wir, Orientierungswissen benötigen und einfach Informationen darüber, was ihre Kinder eigentlich spielen. Und wir sprechen beide Zielgruppen an, die Spielenden und die Nichtspielenden. Und bei uns geht es darum, mit dem redaktionellen Angebot erstmal die auch miteinander ins Gespräch zu bringen. Also kommt das dann vor, dass bei euch Eltern vorbeikommen, mein Kind spielt Sims und hat sich Geld ercheatet, wird es jetzt zum Kommunismus erzogen? So konkret ist es tatsächlich selten, aber natürlich, wir kriegen sehr viele Mails oder auch Fragen auf Workshops von Eltern, die natürlich schon wissen wollen, da kann mein Kind das machen, was passiert da eigentlich? Also das ging sehr lange natürlich auch um das Thema Gewalt, das ging auch um das Thema Spieldauer, das vielen Sorgen bereitet hat, aber es geht zunehmend auch um klassische Verbraucherschutzfragen. Auch, da kann man ja was kaufen im Spiel, es sind irgendwelche Kostenfallen versteckt, es geht um Datenschutzfragen und so weiter. Das sind alles Sachen, die zunehmend auch zu medienpädagogischen Themen zusammen mit Computerspielen werden. Und wir versuchen das eben mit unseren Redaktionen Texten aufzugreifen, auch in unsere Spielbesprechungen einfließen zu lassen. Das ist so der eigentliche traditionelle Kern von Spielbar, die richtige Spielrezension, die von Medienpädagogen verfasst sind, allerdings ohne den berühmten pädagogischen Zeigefinger. Also wir haben natürlich unsere pädagogische Meinung, aber es ist so angelegt, dass wir uns alle kommentieren können, auch dazu beitragen können. Natürlich kann die Meinung eines Gamers und der von Pädagogen stark abweichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, das klingt tatsächlich ziemlich interessant, ich habe immer mehr Fragen zum Datenschutz und zu versteckten Kosten. Wie kann ich euch erreichen, wenn ihr nicht gerade hier rumlauft?
Was wir eben anbieten, ist natürlich, dass man uns direkt als Redaktion anschreiben kann, aber wir bieten selbstverständlich auch verschiedene Workshop-Modelle an. Also wir haben einen Workshop, der nennt sich Computerspiele selbst erleben. Der heißt so, weil man auch bei uns auch selbst spielen soll und muss, weil wir denken, das ist noch was anderes als der theoretische Input, einfach mal Faszinationsmomente versuchen, selbst nachzuvollziehen. Und da, das sind natürlich Orte, diese Workshops auch, wo solche Fragen diskutiert werden, ganz konkret, anhand konkreter Beispiele. Wenn solch eine Mutter ankommt und sagt, mein Sohn spielt Ego-Shooter, ich habe Angst, dass er jetzt irgendwie gewalttätig wird, was antwortet ihr dann normalerweise? Naja, also wo man natürlich schon auch drauf verweisen sollte, weil das auch einen guten Grund hat, ist der Jugendmedienschutz. Das heißt, die meisten Shooter sind dann ab 16 oder 18 Jahren freigegeben und es hat auch einen Grund, warum das so ist. Warum die Eltern dann zu uns kommen, ist dann meistens der Fall, dass die Jungs, meistens sind es dann Jungs bei den Shootern, 13 oder 14 sind und eigentlich viel zu jung. Und sie sagen, ja, ich will zu Hause spielen, dann sagen die Eltern, na, nee, das finden wir nicht so gut. Okay, dann spiele ich es eben bei Freunden. In dieser Situation ist es, muss man eigentlich den Eltern schon auch sagen, es ist natürlich in dem Moment, wo sie es verbieten, wird es wirklich woanders gespielt, zumindest ist das sehr wahrscheinlich und dann hat man eigentlich gar keine Eingriffsmöglichkeiten mehr darüber zu sprechen. Gleichzeitig erlauben ist natürlich auch ein bisschen schwierig, deshalb muss man auf den Jugendmedienschutz hinweisen, man muss den Eltern aber auch sagen, dass eigentlich sie diejenigen sind, die die Kompetenz haben zu beurteilen, ob ihr Kind etwas spielen kann oder nicht oder auch die Reaktion des Kindes beobachten kann, um das am besten einschätzen können, ob das geht oder nicht. Dazu müssen sie sich natürlich mit der Materie auseinandersetzen, sich das Spiel anschauen und mit ihren Kindern sprechen. Das ist das, auf was wir hinwirken wollen. Computerspiele und Aufklärung zusammen klingt so ein bisschen nach meinem Traumjob. Wenn ich mal bei euch reinschnuppern will und einfach mal gucken will, wie das abläuft, wie kann ich am besten mitmachen? Mitmachen kann bei uns eigentlich jeder. Also wir sprechen konkret Kinder und Jugendliche an den Spielertestergruppen, die dann an Schulen verortet sind oder auch in Jugendeinrichtungen. Aber darüber hinaus ist es sehr gewünscht, dass über unsere Kommentarfunktion alle ihre Meinung zum Spiel mit abgeben. Weil es eben mehrere Perspektiven und Sichtweisen immer gibt auf Computerspiele. Was ist dein Lieblingsspiel, das neu rausgekommen ist? Mein Lieblingsspiel? Ich habe einige Lieblingsspiele der letzten Jahre. Das war zum Beispiel Pflanzen gegen Zombies. Weil es ist ein sogenanntes Tower-Defense-Spiel, aber es illustriert irgendwie sehr gut, was eigentlich das sogenannte Flow-Erlebnis ist, weil man eigentlich ganz einfache Aufgaben bekommt, die werden ein bisschen schwerer, dann kriegt man ein neues Item dazu und kann neue Sachen machen und so spielt man immer weiter und auf einmal hat man zig Level gespielt, ohne es eigentlich zu merken. Oder ich mag Spiele wie Portal, die Action-Adventure-Spiele mit einer sehr attraktiven Optik und Spielanlage für Jugendliche auch mit einem Denkspiel verknüpfen. Okay, dann danke ich euch beiden für die vielen Infos und wenn ihr die Bundeszentrale für politische Bildung erreichen wollt oder spielbar.de, die sind immer im Internet verfügbar und würden sich ganz doll über Feedback freuen.